ich freue mich. Gleich das Gespräch mit Herrn Nester, dem Vorstand der Sparkasse Koblenz. Ja, mit dem spreche ich mal ein bisschen übers Geld. Der wird es ja wohl wissen. So, wir haben gesagt, er sitzt auf einer roten Bank. Mal schauen. Vielleicht, ja. Nein. Wo sitzt der denn, Mensch? Der vielleicht, da sieht gut aus. Da ist er. Hallo Herr Nester, schön Sie zu sehen. Jetzt habe ich Sie gefunden. Darf ich mich kurz setzen? Bitte, ja, aber bitte doch. Das ist ja wirklich toll, hier auf dieser roten Bank. Sitzen Sie hier immer? Oder? Ja, immer häufiger jetzt. Ah, so. Denn das sollte uns ja begleiten in interessanten Formaten. Ja, ein Format mit der roten Bank. Und was ist die Idee von diesem Format? Ja, interessante Gespräche führt man in entspannter Situation mit vielleicht markanten Möbeln. Ja, und markant sollen auch die Gespräche sein. Ja. Interessant rund ums Geld, Vorsorge, Testament, Generationenvertrag, aber vielleicht auch IT-Sicherheit, vielleicht auch Lebensgewohnheiten, Luxus, Gegenbedarf. Also es ist das gesamte Thema. Das gesamte Feld und die Rote Bank wird uns begleiten. Wunderbar, sehr spannendes Konzept. Das ganze Feld rund um Geld ist natürlich sehr komplex. Und für also so Geld spricht man ja schon fast Superkräfte zu. Also Geld regiert die Welt oder im Fußball Geld schießt Tore oder man kriegt eine Geldspritze, das hört sich an nach Medizin. Was bedeutet denn für Sie Geld? Geld bedeutet für mich zwei wesentliche Dinge. Mhm. Zum einen Freiheit. Ja. Und als starke Gegenpol Verantwortung. Die Freiheit, ich brauche ein bestimmtes Maß an Geld, um mich frei zu fühlen, um mich zu versorgen, eine Familie zu versorgen, Auskommen zu erwirtschaften oder erwirtschaftet zu haben. Und dann die Verantwortung. Natürlich unsere berufliche Verantwortung als Sparkasse, Geld zu verwalten, darauf aufzupassen, es im Sinne der Kunden zu verwalten. Ich kann mit Geld schlimme Dinge. Ich kann aber sehr verantwortungsvolle Dinge anrichten. Und das ist für mich so dieser Gegenpol des Geldes in zwei ganz unterschiedlichen Facetten. Man merkt also schon, Geld ist ja nicht nur Währung, sondern auch noch viel mehr, eine Welt drumherum. Das ist ja auch emotionalisiert, ja auch Geld. Und emotionalisiert ist Haltung und ist Einstellung. Herr Nester, eine Frage hätte ich mal. Warum spricht man dann so ungern über Geld, wenn das doch so ein wichtiger Part im Leben ist? Ja, ich glaube, es gehört schon sehr zur Privatsphäre. Mhm. Und da ist das Thema Vertrauen natürlich extrem wichtig. Mhm. Mhm. Wem vertraue ich Geld an? Mhm. Wen vertraue ich Informationen über Geld an? Mhm. Mhm. Und da freuen wir uns, dass wir als Sparkasse eben auch eine vertrauensvolle Position innehaben. Mhm. Herr Nester, ich kann das nur bestätigen. Also auf mich trifft das mit dem Vertrauen total zu. Sie werden es nicht wissen, aber ich bin seit fast 50 Jahren Kunde der Sparkasse Koblenz. Und wenn ich über die Sparkasse Koblenz spreche, dann spreche ich immer von meiner Hausbank. Und ich bin jetzt im Vorfeld hier vor unserem Gespräch über diesen Begriff Hausbank gestolpert, weil diesen Begriff benutzt man ja eigentlich nur eben bei Bank oder beim Arzt, Hausarzt. Und der zeigt ja eine unfassbare große Nähe, eine intensive Beziehung, vielleicht sogar ein lebenslang. Also auf mich trifft er zumindest mal zu. Was bedeutet für Sie der Begriff Hausbank? Es ist ein Begriff, der mich persönlich unglaublich stolz macht. Also es ist über so lange Zeit ein Vertrauen zu bekommen, das macht uns unglaublich stolz. Wir bekommen ja ganze Lebensbiografien mit. Geschichten in Familienverbünden, teilweise generationenübergreifend. Wir kennen Entwicklungen in der Region. Und das ist eine Auszeichnung, die ist mit Geld und mit Gold nicht aufzuwiegen. Und insofern danke für die lange Treue und das Vertrauen, das Sie uns schenken. Ja, vielen Dank auch zurück.
Und in dem Zusammenhang, ich habe noch eine kleine Sache, und zwar habe ich ein altes Sparbuch von mir gefunden. Und in diesem Sparbuch, das ist der letzte Eintrag, ist aus dem Jahre 1992, auf dem Sparbuch sind noch 35,65 Mark. Ich glaube, das müsste inzwischen ja doch eine Menge Zinsen gebracht haben. Könnt mir das vielleicht mal umschreiben? Also, ich bin jetzt gespannt. Wahrscheinlich ist es durch Zinsen schon deutlich mehr wert. Da gab es noch welche. Da gehen wir jetzt direkt mal rüber an die Kasse, da finden wir eine Lösung. Wunderbar, das machen wir. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, aber gerne noch. Bitteschön.